Wirklichkeit sind es Quintolen und Sextolen. In dieser rasenden Geschwindigkeit. Fünf einzelne Töne oder sechs einzelne Töne. Hier, Quintol. 1, 2, 3, 4, 5. In der Geschwindigkeit. Oder sechs einzelne Töne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Man wischt es halt hin. Also in dem Fall muss man, es ist wichtig, dass man landet. Auf dem E in dem Fall. Ne? Ob das dem Wagner klar war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall war es ihm wurscht. Der hat überhaupt das Orchester verachtet. Daher auch die Abdeckung in Bayreuth. Angeblich aus Klanggründen. In Wirklichkeit aus Verachtung des Orchesters. Dem ist es aufs Geräusch angekommen. Theatermusik eben. Ne? Klangkulisse, Gesamtkunstwerk und so weiter. Ne? Der einzelne Ton spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Dasselbe übrigens bei Beethoven in der Pastorale in der Sechsten oder Rigoletto, letzter Akt. Immer wenn irgendwo ein Gewitter aufzieht, dann schreiben die in die Partitur hemmungslos Noten rein, die kein Bass auf der ganzen Welt jemals spielen kann. Keiner! Uns wird sowieso einiges zugemutet. Wir sind eh die, die sich am meisten anstrengen müssen. Ich bin nach einem Konzert völlig durchgeschwitzt. Ich kann kein Hemd zweimal anziehen. Aber irgendwann wird es mich mitten im Orchester so zusammenhauen, dass ich mich nie mehr davon erhole. Nie mehr. Aber wenn sie dann singt und ich höre, wie sie singt, ich sage Ihnen ehrlich, drückt es mir das Herz ab. Ich kann das nicht anders sagen. Und dann geht dieses Mädel mit irgendeinem dahergelaufenen Tenor in ein Fischlokal. Während der Mann, der sie liebt, in einem schallisolierten Raum steht und nur an sie denkt. Mit nichts als diesem unförmigen Instrument in den Händen, auf dem man nicht einen einzigen Ton spielen kann, den sie singt. Wissen Sie, was ich brauche? Ich brauche immer eine Frau, die ich nicht kriegen kann. So wenig wie ich sie kriegen kann, brauche ich auch wieder keine. Sogar noch weitergehen als der Goethe. Ich würde sagen, je tiefer ich eindringe in das eigentliche Wesen der Musik, desto klarer wird mir, dass die Musik ein großes Geheimnis ist, ein Mysterium und das je mehr man von ihr weiß, desto weniger ist man überhaupt noch in der Lage, noch was Gültiges zu sagen.